Essen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Raiffeisen. Einen wunderschönen Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie aus dem Salzburger Veranstaltungszentrum Gusswerk. Rückblick, Einblick und Ausblick. Unter diesem Titel hat Marcel Hirscher heute zu einer Pressekonferenz geladen. Eine Pressekonferenz, die riesengroßes mediales Interesse hervorgerufen hat. Zig, man kann sagen ungefähr so an die 150 Journalisten aus der ganzen Welt sind hier und rund auch 2 Dutzend Kamerateams wollen wissen, wie es mit Marcel Hirscher weitergeht. Er gibt heute bekannt, wie seine Zukunft aussehen wird. Die Zeichen stehen eher auf Abschied. Und das alles nach insgesamt 12 kompletten Weltcup-Saisonen, 8 Weltcup-Gesamtsiegen, 2 Olympiagoldmedaillen, 7 WM-Medaillen. Und heute dürfte mit nur 30 Jahren also Schluss sein. Wir dürfen gespannt sein, wie und womit er seinen Rücktritt heute begründet. Und vielleicht verrät er ja auch schon, was er in Zukunft weitermachen wird. Aufgrund der Bedeutung dieser heutigen Bekanntgabe rücken übrigens die Wahlduelle ein bisschen zu einem späteren Sendezeitpunkt. Ab 21.05 Uhr dann die ersten Wahlduelle der Spitzenkandidaten anlässlich der Nationalratswahl. Marco Büchel, der ehemalige Liechtensteiner Skirennläufer, wird diese Pressekonferenz moderieren, die also jetzt in Kürze beginnt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause vor dem Bildschirm und auch natürlich allen Gästen hier vor Ort. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Gusswerk hier in Salzburg zur Pressekonferenz von Marcel Hirscher. Mein Name ist Marco Büchel und ich begrüße Sie herzlich. Ja, der Leitfaden des heutigen Abends ist Rückblick, Einblick und Ausblick. Diese Pressekonferenz hat in den vergangenen Tagen doch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und nicht nur in Österreich wurde sehr intensiv spekuliert. Über das und vieles mehr werden wir im Anschluss zusammen mit Marcel Hirscher sprechen können. Aber bevor es soweit ist, werfen wir gemeinsam einen Blick auf seine unglaublichen Leistungen. Here is the world number one, Marcel Hirscher. Da oben steht Marcel Hirscher. He's carrying the whole of Austria on his shoulders here today. Es gibt viele gute Skifahrer, aber ich glaube, im Gesamtpaket kann ich vielleicht manchmal einigen was voraus haben. Ganz enge Geschichte, nicht ohne Probleme, aber attackiert. Was ist das für ein Lauf von Marcel Hirscher? Attackiert, das ist so eng. Marcel Hirscher, 1,51, 45, das ist aus! Der Weltmeister, Marcel Hirscher! Marcel Hirscher ist Weltmeister. Er ist 23 Jahre alt und ist jetzt schon eine Skilegende. Hier fährt er mit 2,5 Sekunden.
Here we go. Marcel Hirscher looking to go from 30th to first position. Look at these turns on the pitch. So far, so good. Four to go, three to go, two to go. Hirscher into the turn and he's there. Oh, Marcel Hirscher finally takes gold. Really flying on these lower turns. Marcel Hirscher à l'arrivée. Et derrière. Marcel Hirscher, Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang. Er weiß es ganz genau, er weiß alle Feinheiten, er weiß auch, was beim dritten Tor los ist. Marcel Hirscher und der Weg in Richtung dritter Sieg. Dieser war sans doute pour aller cueillir le titre de champion du monde de géant. Magnifique, Marcel Hirscher. 1:21 auf alle anderen. Marcel Hirscher gewinnt zum dritten Mal in Schladming. Representing Austria. Begrüßen wir jetzt den aktuell erfolgreichsten Skirennfahrer dieser Welt. Herzlich willkommen, Marcel Hirscher. Marco, hey. Servus. Hey, ihr oder du? Ja, ich beginne, aber ich habe gedacht, jetzt warten wir noch, bis alle Fotografen schön ihre Fotos... Ja. Marcel, du hast heute zu dieser Pressekonferenz geladen. Aus welchem Grund sind wir heute zusammengekommen? Ja, ich möchte mich bedanken, dass so viele gekommen sind. Und liebe Zuschauer daheim, danke fürs Einschalten. Und ich mache es wirklich kurz und schmerzlos. Ich meine, es ist... wirklich keine große Überraschung mehr, es ist eigentlich vorweg, aber ich nutze gleich die Kürze und ja, es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde und jetzt ist es draußen und jetzt wird es, glaube ich, leichter und besser für mich und ja, somit glaube ich, habe ich das jetzt schon recht gut einmal den ersten Schritt gemacht. Ja. Das ist ein großer Moment für jeden Sportler. Ich habe erwartet, dass du vielleicht Tränen hast. Schön, wie du grinst, das gefällt mir sehr. Nehme ich ein bisschen zurück. Weshalb trittst du oder wieso hast du dich entschieden, vom Skirennsport zurückzutreten? Und wann ist die Entscheidung denn gereift? Die Entscheidung ist jetzt 2 Wochen alt. Vielleicht ein bisschen mehr als 2 Wochen. Aber mir ist einfach die Zeit zu knapp geworden mit dem ersten Termin. Und dann habe ich gemerkt, das wird so jetzt nichts mehr, also das wir so schnell nicht auf die Reihe bringen. Und vor allem war mir auch wichtig, dass wir in so einem Rahmen nochmal zusammenkommen, weil ich glaube, dass ja, das eine super Gelegenheit ist, auch nochmal Danke zu sagen über so eine gewaltige Zusammenarbeit, die wir über so viele Jahre gemeinsam gehabt haben. Und es freut mich, dass das so ist, als wie es heute da steht. Und die letzten 2 Wochen waren natürlich, waren sie sehr turbulent. Aber wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich, dass ich schon gemerkt habe, dass es sehr viele Gründe dafür gibt. Und andererseits ist es so, dass es die Summe aus vielen Gründen ist, die mich schlussendlich zu dieser Entscheidung dann gebracht haben. Es ist, man kann sich das vorstellen, es ist kein Berufswechsel, kein Jobwechsel. Es ist ein Leben, das man da schlussendlich dann wirklich mit von heute auf morgen beendet. Und ich bin gespannt, was die Zukunft für mich bringen wird, wie es mir dabei gehen wird. Und... ja, es wird sicherlich sehr spannend, aber wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Gründe, die schlussendlich mich zu dem gebracht haben, wo ich heute bin. Und ich glaube, es ist gut so.
Und das fühlt sich auch jetzt auch richtig an. Und es war nicht das erste Mal, dass ich so überlegt habe, war es das nicht oder schon. Und ich glaube, viele haben mich da oft nicht unbedingt immer ernst genommen, wenn ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, wie lange dass ich das noch machen werde und wie lange es mich das noch gefreut. Jetzt ist es dann doch sehr rasch gegangen. Über die verschiedenen Gründe, weshalb, du hast sie angesprochen, werden wir schon noch tiefer eingehen. Bist du dir jetzt erleichtert? Fühlst du dich erleichtert in dem Moment? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Also es ist zwischen Erleichterung, dass es endlich, dass vor allem ich auch endlich einmal selber was dazu sagen darf. Mhm. Also das fühlt sich auch mal recht gut an. Auf das wollte ich noch hinweisen. Weil in den letzten 10 Tagen ist ja unglaublich viel passiert. Die Medien haben ja einen Abgesang gemacht auf deine Karriere, dass du aufhörst, ohne dass du dich je geäußert hast. Hat dich das genervt? Oder wie waren die letzten 10 Tage für dich? Ich meine, sie waren sicherlich gleich wie, denke ich, für die meisten Zuseher. Also sie waren sehr strapazierend. Und wahrscheinlich war der ein oder andere ähnlich genervt über die eine oder andere Schlagzeile. Aber ich möchte einfach schon im Vordergrund heben, dass es auch sogar für einen Journalisten Verständnis habe, dass da eine gewisse Hysterie entstanden ist. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine Einladung ausschicken. Und dann bin ich selber daheim gesessen und habe mir gedacht, na, habe ich deri. Da geht's rund. Und ja. Aber ich glaube, es ist gut, dass jetzt das zu einem Ende kommt. Und bei der Gelegenheit nutze ich das eigentlich auch gleich, weil das ist gerade aufgelegt. Also ich möchte mich auch bedanken bei den Journalisten, dass immer das, was mir so heilig war, meine Privatsphäre so gewahrt worden ist. Und bei der Gelegenheit auch bitte in Zukunft das auch so beibehalten. Das würde mich sehr freuen. Schauen wir ein bisschen zurück auf deine Karriere. Du hast einmal die Statistiken mit allen Weltcupsiegen und Podestplatzierungen. Das ist so eine reichhaltige, so eine eindrucksvolle und erfolgreiche Karriere. Was gibt es denn für dich persönlich für einen schönen Moment, den du rausziehen müsstest, oder eindrücklicher Moment oder emotional schönster Moment in deiner Karriere? Also wie ich heute da angekommen bin, habe ich, glaube ich, sogar zu dir gesagt, es fühlt sich an, als wie die Heim-WM 2013. Ja. Also ich war schon lange nicht mehr so nervös als wie heute vor dem Tag. Unvorstellbar. Und gar nicht, ich kenne das eigentlich gar nicht mehr so. Aber damals die Heim-WM, in Schladming Weltmeister zu werden, war und ist für mich emotional einfach das Größte, was sicherlich in diesen 10 Jahren schlussendlich geblieben ist. Also wenn man sich das vorstellt, damals kann ich mich auch sehr gut an Schlagzeilen erinnern. Marcel Hirscher muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das war mit meinen damals doch etlichen, war ich noch wesentlich jünger. Das war wirklich eine sehr schwere Zeit. Aber dann das wirklich auch zu liefern und zu bringen, ist für mich einfach unbeschreiblich. Und wirklich der Moment, wo ich sage, Gänsehaut pur, und wird für mich immer emotional das Schönste bleiben. Das begreife ich, dass damals, wenn du ins Ziel, als du ins Ziel gekommen bist, dass das Gänsehaut war. Aber der Druck oben am Start vor dem zweiten Durchgang. Wie warst du fähig, sowas zu meistern, mit dem umzugehen? Ich glaube eben, dass das eine dieser Sachen ist, die, also es ist mir sicherlich nicht leicht gefallen, aber es ist so, dass ich vielleicht das. Der Unterschied ist manchmal, dass mir das besser gelungen ist, als wie manch einen meiner Kollegen, und ich kann nichts dafür, sondern das hast du mitgekriegt oder nicht. Und dieses Riesenglück habe ich gehabt, dass ich die Coolheit für den Wettkampf mitgekriegt habe, und das ist schon ein riesengroßes Geschenk, weil dafür kann ich nichts. Das ist mir einfach halt mitgegeben worden, und das habe ich damals oder in den letzten 10 Jahren gewusst einzusetzen. Und dennoch, wenn du, für mich war das immer bildlich so vorgestellt, wenn du mit dem Rücken gegen eine Mauer stehst und hinter dir eine hetzende Herde Hunde, und du musst da auf, es hilft nichts. Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Also ich habe gewusst, ich muss jetzt alles oder nichts. Und mir war damals auch bewusst, besser draußen als wie Vierter werden. Das wollte ich an dem Tag nicht. Du hast gewonnen, warst du danach befreit? Waren die folgenden Rennen, musstest du da auch immer wieder, oder hast du daraus gelernt und gesagt, ah, ich weiß, wie das geht, das kann ich jetzt? Es war schon so, dass die Emotion und die Erleichterung damals, also so viel Last ist, glaube ich, bis auf morgen noch nie von meinen Schultern gefallen. Morgen auch wieder. Hoffentlich. Dein Erfolg war ja für mich immer so die Quintessenz deiner Professionalität. Wie hast du das selbst wahrgenommen? Und hast du das Gefühl, dass du dem Skiweltcup so quasi wie ein Stempel aufgedrückt hast, was das Niveau der Professionalität anbelangt?
Ich glaube, das müssen Wegbegleiter und außenstehende Personen beurteilen. Aber für mich war damals klar, 2009, glaube ich, haben wir das erste Mal den Fuß gebrochen. Mhm. Stimmt das? Nein. Garmisch war 2011, also 2011 haben wir das erste Mal den Fuß gebrochen. Und da habe ich gewusst, mein lieber Freund, jetzt hast du wirklich Gas geben. Also da war ich schon auf einem gefühlten Scheideweg zumindest. Mhm. Und habe gewusst, okay, nochmal die Intensität mehr nach oben schrauben. Und für mich war dann, irgendwann habe ich verstanden, diese eine Zehntelsekunde, die ich schlussendlich beim Material geschenkt bekomme, mhm. indem dass ich aus 70 Paar, 100 Paar Ski gewusst habe, sie so einzusetzen, dass ich das Richtige am richtigen Tag mache, mit meinem Team zusammen, habe ich gewusst, diese eine Zehntel, die ist geschenkt, die ist mhm. für nichts, die ist für gratis. Mhm. Und das war gewaltig. Mhm. Und wir haben, glaube ich, schon immer mehr das versucht zu optimieren, raufzudrehen, die Schraube. Bin mit zwei Serviceleuten gereist für zwei Disziplinen. Ist natürlich unvorstellbar, war das vor 10 Jahren. Und ich glaube, dass wir das schon in puncto Material einfach, Setup, Findung, eine neue Zeitrechnung angefangen haben. Und es wird sich aber weiterentwickeln. Ich wollte gerade sagen, die Athleten, die nach dir kommen, die müssen auch diesen Weg gehen, um so erfolgreich zu sein. Also ich glaube, dass das schlussendlich der Schlüssel zu dem, was möglich geworden ist, mhm. ist der Schlüssel dazu, dass ich einfach wirklich am Setup vielleicht noch akribischer war, fanatisch, mhm. Wirklich da ins Detail gegangen bin, wo ich, das war immer mein Leitfaden. Egal wie gut, dass ich Ski fahre, aber die eine, zwei Zehntel, die was wir da rausholen, so schnell kann ich gar nicht Ski fahren. Aber die ganze Abstimmung und all diese Punkte der Professionalität, das ist ja auch kräftezehrend. Das ist ja wirklich sehr energieintensiv. Und du hast vorhin angesprochen, du hattest sehr wenige Verletzungen in deiner Karriere. Aber gab es trotzdem, im Hinblick jetzt auf deinen Rücktritt, gab es Gründe, was das Ganze auch beeinflusst hat? Natürlich. Also wie eingangs erwähnt, es gibt mehrere Gründe und die ergeben für mich ein großes Ganzes. Es ist auf der anderen Seite teilweise auch die Motivation. Mhm. Teilweise merke ich natürlich auch, und das habe ich auch die letzten Jahre sehr oft kommuniziert, dass einfach der Sommer schon fast zu kurz wird für die Zeit, die ich brauche, um wieder wirklich 100% regeneriert zu sein. Mhm. Und das heißt im Endeffekt, mein Akku, wenn man sich das vorstellt, beim Handy, man steckt an, aber er lädt halt nicht mehr so schnell und so effektiv und wieder auf 100%, als wie das mit 18 war. Und ich für mich selber muss sagen, es ist nicht verwunderlich, nach 12 Jahren mehr oder weniger ohne Verletzung, ohne Pause, auf dem Niveau das Ganze zu betreiben. Und auch das ist mit eingeflossen in meine Entscheidung. Und ich glaube einfach, dass ich ein wahnsinniges Glück habe, dass ich heute mit zwei gesunden Knie, mit mehr oder weniger als Profisportler nach so vielen Jahren nach Hause fahren darf, ohne große Wehwehchen. Mhm. Das ist schon eine riesen Geschichte. Also es war mir immer wichtig, dass ich den Zeitpunkt erwische, wo ich dann sage, okay, ich möchte dann gern mit dem kleinen Fußball spielen können. Ich möchte gern selber Motocross fahren gehen können. Ich will auf den Berg gehen. Und das sind alles die Sachen, wo ich einfach merke, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich das noch machen kann. Ohne Beschwerden. Du hast den Akku angesprochen, der nicht mehr so schnell aufladbar ist. Gab es denn in der vergangenen Saison einen Moment oder ein ganz spezielles, explizit ein Rennen, wo du gespürt hast, ich bringe meinen Akku nicht mehr zu laden? Gab es da im Winter schon Momente oder erst im Sommer? Ihr, liebe Journalisten, könnt euch sicher erinnern und auch wahrscheinlich zu Hause vor dem Fernseher hat man das mitgekriegt, bei der Ski-Weltmeisterschaft mit Fieber an den Start zu gehen. Nochmals wirklich alles aus dem Körper rauszuholen, ist dann schlussendlich dann wirklich ein sehr hoher Preis gewesen, das muss man schon sagen. Ich bin Weltmeister geworden, mhm. aber das war wirklich auf der letzten Rille. Und von dem Tag an habe ich schon gemerkt, ui, das hat jetzt wirklich dem Körper nochmal ein bisschen mitgenommen, mehr als wie üblich. Und von dem Tag an habe ich gemerkt, das hat jetzt sehr viel Kraft gekostet. Das war wirklich nochmal ein Kraftakt. Aber es war es auf der anderen Seite auch wert, weil ich habe gewusst, ich habe noch einmal die Chance jetzt da, in Höchstform Weltmeister zu werden. Und es ist mir gelungen, trotz der Umstände. Mhm. Und trotzdem ist es ein ziemlich hoher Preis. Aber es war es definitiv eine gute Entscheidung, weil ich bin wahnsinnig stolz, dass mir das da nochmal gelungen ist. Und das ist einer der schönsten Momente, weil wenn ich zurückdenke, wie ich da schlussendlich nicht gut beieinander war und eigentlich, muss ich sagen, vorher nicht, aber das ist sicherlich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das war halt schon
nochmal der letzte Turbo. Schauen wir noch weiter zurück. Vom kleinen Marcel, wo die ersten Rennen fährt, wo lernt zu Skifahren, bis zum heutigen Tag. Würdest du alles nochmals genau gleich machen? Kommt drauf an, ob ich genauso viel gewinnen möchte oder nicht. Das ist ein Riesen. Würdest du wohl genauso viel gewinnen? Ich habe mir nie das zu träumen gewagt, also nicht einmal annähernd, weil es wirklich, ich habe das Wort Stolz habe ich wirklich sehr oft vermieden, aber heute glaube ich, ist eine gute Gelegenheit zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich zusammengebracht habe. Und wirklich, es erfüllt mich mit sehr viel Glück. Und darum kann ich sagen, ich würde es genau gleich machen. Auch wenn man mir manchmal sagt, ich hätte mehr feiern sollen. Das stimmt, aber dann war ich nicht so schnell Ski gefahren. Feiern sollen, ich glaube, du hast noch genügend Zeit in deinem Leben zu feiern. Das war immer meine Anschauung. Das Motto des heutigen Abends ist ja Rückblick, Einblick, Ausblick. Gestattest du mir die Frage, wie sieht denn deine Zukunft aus? Was wirst du machen ab morgen? Ab morgen bist du ein Willkommen im Verein Skipensionist. Was wirst du machen? Also es ist immer so, dass die letzten zwei Wochen, also in denen zwei Wochen ist sehr viel passiert und sehr wenig Zeit habe ich damit verbracht, was ich in Zukunft machen werde. Aber ich freue mich mal, dass ich zum Beispiel morgen kein Training machen werde. Ich werde ausschlafen, ich werde mir beim Frühstücken so viel Zeit lassen, wie ich möchte. Und dann freue ich mich ehrlich gesagt, dass ich die Sachen mehr machen kann, von denen ich sehr oft zum Beispiel ja, wirklich alles dem Profisport untergeordnet habe. Und auf das freue ich mich. Und das wird sicherlich eine große Umstellung werden, aber es warten sehr viele sehr spannende Projekte auf mich. Für das darüber zu sprechen, es zu unkonkrete Pläne gibt. Aber was ich auf jeden Fall möchte, in irgendeiner Art und Weise, das, was ich über so viele Jahre jetzt lernen habe dürfen, all die Leute, was mir geholfen haben, das ist wieder bei mir zusammengekommen. Und ich möchte jetzt irgendwie gerne dem einen oder anderen und vielleicht sogar mehreren in einer gewissen Form und Art und Weise ein bisschen leichter machen und mithelfen. Glaubst du, wenn die neue Saison ansteht und du schaust die ersten Rennen zu, wirst du das mit Wehmut verfolgen? Wird es dich schmerzen? Oder wirst du ganz entspannt am Sonntag in der Früh mit Kaffee und mit dem Semmel da sitzen und zuschauen? Es kommt drauf an, wie es ist. Also wenn in Sölden der Nebel drinnen ist und es einen schweren Schneefall gibt, dann werde ich mir denken, ja, fest ist bei meinem kurzen Kamin. Wenn da minus 10 Grad sind, es hat gerade 5 Tage vorher hat's geschneit, es ist wunderbar angerichtet, dann wird es sicherlich keine leichte Geschichte, so ehrlich muss ich auch sein. Aber das Schöne ist, ich kann mir jetzt die guten Tage zum Skifahren aussuchen. Bevor wir das Feld öffnen, dass alle auch Fragen stellen dürfen, hast du noch ein letztes Wort? Ja, ich möchte mich wirklich beginnen bei meiner Familie, bei meinen Eltern, wirklich bedanken für das, dass sie mich auf diesen Weg gebracht haben, den gnadenlos auch unterstützt haben, weil so Teile ihres eigenen Lebens aufgeben haben für das, dass ich Skifahren habe dürfen. Auch mein kleiner Bruder hat natürlich einen großen Teil dazu oder davon tragen müssen und dürfen. Und natürlich im Speziellen mein Vater, der einfach wirklich der Mastermind hinter dem Erfolg dann schlussendlich war und über all die Jahre, also der erste und der letzte Trainer. Und für das bin ich schon wahnsinnig dankbar, weil es wäre niemals in dem Ausmaß so möglich gewesen. Bei meiner Frau, die mich als Nobody kennengelernt hat und dann elf Jahre, das Ganze eigentlich wirklich in guten wie in schlechten Tagen mitgeschleppt hat. Also die ist natürlich am nächsten. Also da redet man von keinem Trainer, da redet man von keinem Betreuer. Das ist wirklich so, wie es ist. Und das ist nicht immer das Einfachste, vor allem, wenn ich nicht gut fahre. Und für das möchte ich echt wirklich von Herzen Danke sagen. Dann bei den Skifans möchte ich mich auch bedanken, weil ich habe es möglich gemacht, dass heute so viele Kamerateams da sind, damit ich 10 Jahre bei euch im Wohnzimmer durchs Wohnzimmer kaufen habe dürfen. Also es ist schon, gehen wir wieder zurück zu Schladming, Heim-WM. Es war ein Millionenpublikum, es waren mehr als 50.000 live dort. Man stellt sich vor, man fährt da vor 50 Zuschauern. Es ist nicht schlecht, 50, aber 50.000, das macht das Ganze einfach so emotional und speziell. Und ich bin einfach froh und möchte Danke sagen, dass das Österreich so skifanatisch ist. Und am Schluss möchte ich mich auch noch bitte
wirklich ausdrücklich bei meinem Team, bei meinen Wegbegleiter bedanken, die so viele Jahre mit mir einfach durch dick und dünn gegangen sind. Die haben eigentlich alle die gleiche Einstellung zu dem ganzen Kopf als wie. Wir haben nichts dem Zufall überlassen und ich glaube, ich war so stark als wie mein Team. Und ich war der, der die Startnummer getragen hat. Und das 10-köpfige Team hat wirklich alles für mich gemacht. Und wir waren alle Profis auf unserem Gebiet. Und dafür möchte ich mich einfach wirklich von Herzen bedanken, auch für diesen Einsatz, weil es war ja, manchmal über dem Limit und alles für den Erfolg. Und es ist sehr viel dabei rausgekommen. Und dann habe ich einmal vor Jahren beim Herrn Pariasek so einen Zettel rausgetan. Der ist riesig groß und da waren alle Menschen und Betreuer, Freunde, Trainingspartner, Wegbegleiter, vielleicht tägliche Begegnungen, die mir auf meinem Weg geholfen haben und in irgendeiner Art und Weise. Und das war damals ein Zettel. Heint ist, glaube ich, ein riesengroßes Plakat und das soll dafür stehen, und dass ich sinnbildlich mich bei all bedanken möchte, die mir, egal wie, geholfen haben, es hat mir wirklich weitergebracht. Und ich möchte da einfach, ehrlich gesagt, keinen vergessen und das soll dafür stehen. Bei meinem Partner möchte ich mich bedanken. Immer Top-Partnerschaften gehabt, die wirklich auch mich so supportet haben, dass ich performen habe können. Immer Verständnis gehabt haben, wenn ich einmal gesagt habe, boah, mir ist das zu viel, ich möchte mich auf Skifahren konzentrieren, war das immer zugunsten des Sportlers. Und ja, das war es mit dem Danke sagen. Aber ich glaube, man kann nicht genug Danke sagen, wenn sowas nach 10 Jahren zu Ende geht. Und das war es eigentlich von meiner Seite. Vielen Dank, Marcel. Jetzt darfst du auch noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, es entstehen viele Fragen. Du hast Rainer Pariasek vorhin schon angesprochen. Ihm gebührt selbstverständlich die erste Frage. Danke vielmals. Herr Marcel, zunächst einmal ist es natürlich ewig schade, aber wir haben natürlich auch ein vollstes Verständnis für diese Entscheidung. Sie haben gesagt, es haben mehrere Gründe zusammengespielt, haben erwähnt, der Sommer ist Ihnen zu kurz geworden, Sie wollen mit Ihrem Buben auch irgendwie dann Fußball spielen, also weil Sie gesund aufhören. Aber was waren die weiteren Gründe? Weil also, es ist natürlich eine riesige Entscheidung gewesen. Ich nehme an, es ist hin und her gegangen, Sie haben lange mit sich gerungen. Was hat jetzt noch dazu oder dafür gesprochen, dass Sie wirklich aufhören? Ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr bereit bin, einfach den Preis zu zahlen. Also ich merke, dass ich an einem Punkt bin, wo es notwendig ist, zu entscheiden, bin ich bereit, diesen Preis nur zu zahlen. Ihr wisst, welchen Einsatz und welchen Aufwand ich immer betrieben habe. Und ich habe einfach gemerkt im Sommer, dass das einfach für mich nicht mehr dafür steht, dass ich auch den Aufwand nicht mehr leisten kann und möchte. Und von dem her glaube ich, es ist jetzt einfach ganz eine schlaue Entscheidung zu sagen, das war's. Und für mich war immer wichtig, ich wollte immer aufhören, solange ich noch wirklich Rennen gewonnen habe. Und ich habe wirklich mit einem guten Vorsprung den Gesamtweltcup noch einmal gewinnen dürfen, bin Weltmeister geworden. Zum Beispiel 2013 habe ich mir schon mal gedacht, eigentlich muss ich jetzt aufhören, weil besser wird es nicht. Und ich möchte im Moment nicht versammeln, wo es dann schlechter wird. Also ich möchte es nicht übersehen, ehrlich gesagt. Höhepunkt aufzuhören, war es auch dieser ständige Druck, das ist auch angesprochen worden, dauernd zu liefern zu müssen, dieser dauernde Erwartungsdruck von der Öffentlichkeit, von den Fans, aber vermutlich auch, den Sie sich selbst auferlegt haben. Man darf da keinen Vorwurf machen, mir genauso wenig wie sonst irgendjemanden. Ich habe selbst die gleichen Erwartungen mittlerweile und es stimmt, also ich fahre nicht Rennen, damit ich, so ehrlich muss ich sein, also für mich ist genauso wie für euch Journalisten, für euch Zuseher, ich will mich genauso selber gewinnen sehen und die Journalisten vor allem in jedem Fall. Und das ist einfach, wo ich sage, egal ob ich Zweiter wäre, Dritter wäre, ich werde immer der Verlierer sein. Und so glaube ich, es ist einfach in Summe für mich wirklich der richtige Zeitpunkt, auch zu sagen, hey, es ist gut, es fühlt sich ja gut an. Also ich merke selber, ich bin echt froh, dass ich das jetzt so umsetzen kann. Gegeben, die ein Comeback gefeiert haben. Würden Sie das für sich ausschließen, dass es jetzt möglicherweise nur eine temporäre Auszeit ist und dass Sie irgendwann einmal dann wieder zurückkommen in 1-2 Jahren? Also am heutigen Tag auf jeden Fall. Ich schaue durch die Runde. Ich sehe da. Servus TV, Christian Bucker, servus Marcel.
Zunächst mal Gratulation zur Entscheidung. Hast du bei der Entscheidungsfindung in den letzten Wochen vielleicht auch so zu anderen Sportlern geschaut, deren Geschichten angeschaut? Wie hat es der Nico Rosberg gemacht nach dem Titel aufhören? Valentino Rossi fährt immer noch, Roger Federer gewinnt immer noch Turniere. Hast du dich da inspirieren lassen auch oder vielleicht sogar mit anderen Athleten gesprochen, wie das denn bei Ihnen so war mit dem Karriereende? Nicht wirklich. Aber ich habe mir schon einiges angeschaut und natürlich habe ich auch über sehr vieles nachgedacht. Und es gibt da schon gewisse Beispiele, die im zweistelligen Bereich an Knieoperationen dann aufhören, wirklich große. Und da habe ich mir gedacht, ich habe wirklich jetzt die Möglichkeit, dass ich da gesund aussteigen kann. Ihr habt ja gerade davor auch über dein Know-how im Skibereich gesprochen, Abstimmungen, Trainingslehre, Skiwissenschaft. Hast du irgendwie Lust, das auch weiterzugeben? Was soll mit diesem unendlichen hirscherschen Skiwissen passieren? Es wäre natürlich toll, wenn man schon jungen Athleten dementsprechend gewisse Schritte erleichtern könnte, meine Erfahrungen schlussendlich teilen kann und auch mitwirken kann, um das Ganze mit dem, was wir erlebt haben, nochmals auf ein neues Level zu heben, weil es geht weiter. Also das Radl, das hört ja nicht auf, sie zu drehen, sondern ich habe sogar das Gefühl, es fängt jetzt richtig fort aufnehmen an. Und ich glaube, dass es schon cool ist, wenn man ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was man gekriegt hat. Michael Schuhen, Kleine Zeitung. Servus Marcel. Auch einmal danke für die Zeit mit dir. Was mich interessieren würde, was ich immer gerne gefragt habe, ist, wie du sagst, vor 2 Wochen ist die Entscheidung gestanden. Könntest du wirklich den Moment vielleicht versuchen, ich meine, wir stellen uns das jetzt so einfach vor und du sagst, jetzt bist du erleichtert, aber so diesen Moment, wo der Groschen fällt, ist es dann so, dass du vom Tisch aufstehst und sagst, so, danke, das war's? Oder wie darf man sich diesen Moment vorstellen? 1000 Mal so Untertreibung. Also es waren wahrscheinlich 10.000 Mal hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Es ist ein Leben. Das ist wirklich, ich glaube, 99%, die heute da im Raum sind, haben in ihrem Leben schon zumindest einmal eine Links- oder eine Rechtsabzweigung genommen. Und ich bin von meinem dritten Lebensjahr schnurgeradeaus auf die Ski geblieben. Und das ist einfach wirklich, jetzt bin ich 30, also ich habe mein ganzes Leben lang einen Weg verfolgt. Und das dann von heute auf morgen zu entscheiden, ist eigentlich unmöglich gewesen für mich. Du hast gesagt, du hast dich vor 2 Wochen entschieden. Knut Okresig von der Tageszeitung Österreich. Ja, okay. Du hast dich vor 2 Wochen entschieden. Du bist jetzt sehr gefasst hier draußen. Warst du in den letzten 2 Wochen nach deiner Entscheidung emotionaler, für dich zumindest und mit deiner Familie? Ich denke an deinen Vater, der doch auch sehr viel emotional Blut hergegeben hat. Sicher waren da Momente dabei, wo es mir absolut nicht gut gegangen ist mit der Entscheidung. Das ist gar keine Frage. Und ich habe sicherlich auch Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, nein, das darf nicht wahr sein und das kann es nicht sein. Und ich muss das so ehrlich darf ich auch sein. Also am liebsten war mir gewesen, ich hätte heute nochmal so sagen können, nach den Schlagzeilen, Ella Petsch, das war alles nur ein Schmäh. Aber das habe ich mir dann nicht getraut. Aber klar, so eine Entscheidung braucht einfach wirklich einen langen Weg mit Höhen und Tiefen. Also emotionaler Achterbahnfahrt, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben erlebt habe. Aber ich glaube, es ist völlig normal und das wird weitergehen. Also ich merke natürlich, wenn jetzt die Temperaturen kalt werden, schaltet mein inneres Gefühl auf, Moment einmal, jetzt ist Zeit, dass ich die Skischuhe packe. Aber das ist heuer anders. Michael Faulhaber, SNTV London. I'd like to ask two questions in English, if you don't mind. Do you hold any regrets in your career? Anything you wish you could change? I mean, it depends on if I want to be that successful as in my career. I mean, sometimes I'm thinking about it would be amazing to celebrate more the success. But on the opposite side, that means that it would be not easy to win so many races with being part of parties and stuff like this. This is sometimes where I'm thinking about it. Was it this worth? And I'm thinking, was it worth? Because now I have enough time to celebrate this great career with this 8 Globes. What are your plans for the future? Swimmer finished his career by
performing his favorite rap song on stage in front of his teammates. Can we expect anything similar from you? And one more question. How about Christian Neureuther? Will you drink some glasses of white beer? Well, I mean, I do you a big pleasure. I don't sing here because it will be really a disaster. And on the other side, drinking a beer with Christian Neureuther, maybe. But I'm really looking forward to drink with Felix one glass of beer. Hallo, Edwin Beck, holländisches Fernsehen. Marcel, haben Sie, wenn Sie waren eine kleine Bube, in Ihre Träume gehabt, wenn Sie würde ein Skifahrer, haben Sie Ihre Träume erfüllt? Ich glaube, ich bin einer der wirklich wenigen Menschen, wo die Träume dann schlussendlich größer geworden sind. Na, umgekehrt. Die Realität ist größer geworden als wie die Träume. Und das ist schon außergewöhnlich. Noch eine letzte Frage für die holländischen Fans. Sie sind ein halber Niederländer. Was hat den Durchschlag gegeben, um zu stoppen mit Skiën? Es ist so, dass es viele Gründe gibt für das Aufhören. Es ist so, dass ich der Meinung bin, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt eine Zusammensetzung aus vielerlei Gründen. Auf der einen Seite bin ich am Zenit. Für mich war es immer wichtig, am Höhepunkt aufzuhören. Mein Körper ist natürlich nach 12 Jahren schon auch ein ausschlaggebendes Argument. Und natürlich auch, dass ich als Sieger schlussendlich gehen möchte. Das auf jeden Fall. Viele Gründe aufzuhören, und wenn Sie sagen, dass Sie mit sich selbst gerungen haben, dass diese Entscheidungsfindung sehr lange gedauert hat, was war denn eigentlich oder wäre der stärkste Grund gewesen, weiterzufahren? Ich höre jetzt auf, aber die letzten Schlagzeilen, das wäre der stärkste Grund gewesen. Ist es dieses Racing, aber dass Sie doch noch so in sich haben, wo Sie denkt haben, dieses Gefühl, diese Competition, sich mit anderen zu messen? Das ist absolut, und ich merke das, wo ich jetzt am Motorradl wieder war. Ich bin einfach Rennfahrer. Ich will Rennfahren, ich will Hundertstelsekunden suchen. Das war immer meine Leidenschaft und das war die Faszination Skisport für mich. Und wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, das in einer anderen Art und Weise zu kriegen, dann werde ich diese Chance nutzen. Marcel, mag ich auch gerne Puls 4? Da. Werden Sie auch das Leben genießen, abseits des Scheinwerferlichts? Er wird noch lange strahlen, aber es wird ein bisschen weniger werden. Und Frage mit kleinem Augenzwinkern, werden Sie auch uns vermissen und Journalisten? Den einen oder anderen, ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf mich bezogen. Ich stelle mir jetzt nicht noch einmal vor, wenn es nichts ausmacht. Gell? So, was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Jetzt hast du mich irritiert mit den einen oder anderen, wirst du vermissen, um ehrlich zu sein. Ich wollte auf die Zukunft noch einmal zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du würdest dein Wissen gerne weitergeben. Das weckt natürlich in uns die Hoffnung, dass du dem Zirkus irgendwie erhalten bleibst. Könntest du vielleicht konkretisieren, wie das aussehen soll? Wärst du eher Trainer? Wärst du eine Art, ich kann mich erinnern, du hast gesagt, du brauchst keinen Mentalcoach. Was soll der dir sagen? Der hat das nie erlebt. Du hast es erlebt. Wäre das so eine Schiene, wie wir uns das vorstellen dürfen? Oder wird das so sein, dass du das quasi in der Privatsphäre machst und ich nehme jetzt als Beispiel Hermann Mayer, eher selten in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird? Es waren jetzt 2 Wochen. Dass ich Zeit gehabt habe, jetzt über das nachzudenken. Aber auf was ich mich wirklich auch freue, ist, dass ich schlussendlich den Koffer nur packe, um auf Urlaub zu fahren, weil ich habe aus dem Koffer gelebt. Und es war schon ein eigenartiges Leben, aus dem Koffer zu leben, aber ein schönes. Und trotzdem freue ich mich einfach, wenn das einmal nicht so der Fall ist. So viel kann ich sagen. Aber das wird sich jetzt in nächster Zeit dann herausstellen, wie das ausschauen kann, was kann ich auf die Füße stellen, welche Möglichkeiten habe ich, wie ist es am besten eingesetzt. Und was hast du mich noch gefragt? Nein, ich glaube eher, dass ich einmal für die nächste Zeit eher zu Hause die Ruhe genießen werde.
Ja, wir steigen jetzt an dieser Stelle einmal aus dieser Pressekonferenz aus. Bei uns ist ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadl. Vielleicht zunächst einmal, wann haben Sie von dieser Entscheidung des Marcel erfahren und wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe es natürlich gewusst. Ich glaube, ich war einer der Ersten, der mir es gesagt hat. Aber wie habe ich reagiert? Ich habe nicht abgeraten. Der Marcel ist ein Mensch, der sich sehr genau überlegt, was er tut. Der weiß ganz genau, wo er hin will. Und dann macht es auch keinen Sinn zu sagen, du, warum fährst du nicht weiter oder verschieb die Entscheidung. Ich habe die akzeptiert. Es geht ihm sicher persönlich und würde ich sagen emotional jetzt viel, viel besser wie vorher. Wenn du so eine Entscheidung triffst, dann fällt dir der Stein vom Herzen und ich glaube da von der Seele. Und ich glaube, damit geht es ihm jetzt sehr, sehr gut. Er hat einen Riesendruck gehabt und dann ist er sicherlich jetzt los. Aber was bedeutet dieser Rücktritt für den österreichischen Skisport und auch für den ÖSV? Natürlich, der Marcel war oder ist einer der größten überhaupt. Nicht nur Skisportler, sondern auch Athlet. Er ist ein Vorzeigeathlet. Er kann ein Symbol werden, er ist ein Idol. Und ich glaube, dass auch in Österreich viele trauern werden, dass man ihn im Winter nicht mehr sehen wird. Und vor allem die Bedeutung, die der Marcel hat und die der Skisport in Österreich hat, zeigt sich auch daran, dass diese Sendung jetzt im Hauptprogramm ist und die Politik nach hinten verschoben wurde. Und das freut uns natürlich sehr. Aber kann diese Lücke jetzt nahtlos geschlossen werden? Das ist nie möglich, dass man nahtlos... Es hat einen Hermann Mayer gegeben, es hat einen Stefan Eberhardt gegeben bei uns. Es hat einen Benny Reich gegeben, nur um die Jüngsten zu nennen. Der Marcel hinterlässt natürlich eine Lücke. Aber es gibt anderen die Möglichkeit, natürlich sich auch zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite, und das ist für uns ganz, ganz wichtig, der Marcel bleibt uns erhalten. Der Marcel will bei uns in der Jugend mitarbeiten. Und mit dem Papa verhandeln wir gerade, ob wir nicht eine besondere Funktion bei uns für ihn finden, weil er für uns mit seiner Erfahrung ganz wertvoll sein kann. Dankeschön, Herr Präsident. Und wir bleiben gleich bei den Präsidenten. Auch der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich das nicht nehmen lassen und zu diesem Rücktritt von Marcel Hirscher Folgendes gesagt. Lieber Marcel Hirscher, ich muss sagen, wie ich das erste Mal gehört habe, dass Sie sich aus dem aktiven Skirennsport zurückziehen wollen, habe ich gedacht, na schade. Keine spannungsgeladenen Momente mehr, nicht Sie bewundern im Slalom, Riesenslalom und so weiter. Aber dann haben wir gedacht, nur recht hat er. Ja? Mehr als Sie erreicht haben, kann man nicht erreichen. Warum nicht am Höhepunkt einer solchen Karriere aufhören? Sie werden immer ein Jahrhundert Sportler und Skisportler bleiben und als solcher in Erinnerung bleiben. Mit Ihren Fähigkeiten, diese Konzentration, die Sie aufbringen mussten, diese Disziplin, ich kann mir das schon ungefähr vorstellen, wie das war über die Jahre, mit diesen Fähigkeiten bin ich sehr optimistisch über Ihren weiteren Lebensweg. Ich wünsche Ihnen alles Gute, sei es beruflich, sei es privat, mit Ihrer Frau, mit Ihrem Söhnchen. Alles Gute weiterhin und vielen Dank für die Spannung, die Sie uns geschenkt haben, für die Freude, die Sie uns geschenkt haben, beim Zuschauen, beim Mitfiebern. Vielen Dank. Eine einzigartige, phänomenale Karriere ist also am heutigen Abend zu Ende gegangen. Bleibt auch uns nur, dem Marcel und seiner Familie, alles Gute für die Zukunft zu wünschen und vor allem Danke zu sagen. Danke für die zahlreichen, unvergesslichen Momente, die er uns beschert hat. Wir durften Zeuge sein einer Karriere des weltbesten Skifahrers. Wir werden jetzt in Kürze in ORF Sport Plus wieder in diese Pressekonferenz einsteigen. Die dauert doch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. In ORF 2 geht es aber jetzt los mit den ersten Wahlduellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Raiffeisen. Guten Abend aus dem großen Publikumsstudio im ORF-Zentrum. Hier beginnt gleich unsere erste große Sendung zur Wahl 19, die Duelle. Bei uns alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bzw. deren Vertreter. Gelegenheit zu hören, was die Parteien trennt und was sie verbindet, gewiss spannende Konfrontationen. Und bei mir nach jedem Duell live die Analyse der Journalistinnen und Journalisten. Wir starten in Kürze. Chaos um das Online-Banking. Neue Regeln bringen mehr Sicherheit, aber auch weniger Komfort. Die Details. Und Klimasünder Schnitzel. Muss Fleisch als Verursacher von Treibhausgasen teurer werden? Die Hintergründe in Echo. Morgen, 22.30 Uhr, ORF 2. Guten Abend aus dem ZIP2-Studio. Bei uns gibt es heute drei große Analysen. Zuerst zur ersten Runde der Wahlduelle mit dem Politologen Peter Filzmaier live hier im Studio. Dann schalten wir live nach London, wo die dramatische Brexit-Parlamentssitzung weitergeht. Und über den Rücktritt und die große Karriere von Marcel Hirscher spreche ich mit seinem langjährigen Teamkollegen Benny Reich. Die ZIP2 beginnt heute nach den Wahlduellen voraussichtlich um 23 Uhr. DJ Ötzi feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Der Grundsatz ist halt schon, zuerst einmal fleißig zu sein und an dem zu arbeiten, dass du vielleicht dann auch Erfolg haben darfst. Die Höhepunkte. Platin in England. DJ Ötzi. In der Anton aus Tirol. Auf dein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Danke. Lieb, leb deinen Traum. 20 Jahre DJ Ötzi. Leb deinen Traum. Samstag, 20.15 Uhr.